Hallo Leute. Das hier, also was jetzt gerade hier zu sehen ist, möglicherweise wird es dann auch mein Vorschaubild. Ist ja relativ bekannt, also eigentlich eine Filmszene hier. Man sieht ja hier das kleine Mädchen da, also was mit dem Rücken jetzt hier vor dem Fernseher, also hier zum Betrachter, was mit dem Rücken hier zum Betrachter vor dem Fernseher sitzt oder kniet und halt anscheinend hier Kontakt mit irgendwas hat. Das war eigentlich der Hintergrund, was anderes Sekunde. Sprich, eigentlich war das im Film in einem Gebäude, also in einem Zimmer, und nicht wie hier Hintergrund des Wald. Also wer es sich schon denken kann, ist ja relativ bekannt hier die Szene, das Bild. Poltergeist. Also das war auch das Thema dieses Videos, Poltergeist. Hier auf den Film aus dem Jahr 1982 gehe ich noch ein. Oder generell auf das Thema Poltergeist allgemein. Davor aber etwas zu anderen Filmen, die sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigen oder behaupten, auf solchen Themen zu beruhen, also sprich vermeintlich angeblich realen Poltergeist-Begebenheiten, die etwas aktueller sind. Also hier im Unterschied zu Poltergeist nicht so alt, also hier die alten Filme, die alten Poltergeist-Verfilmungen aus dem Jahr 1982, sondern The Conjuring oder The Conjuring Teil 2 aus dem Jahr 2013. Gut, also so viel zur Erklärung, so viel zur Einleitung. Eine Minute 58 Einleitung. Hier also Conjuring bzw. Conjuring Teil 2. Die Warrens heraufbeschwören. The Conjuring Teil 2 erzählt eine Geschichte, die auf eine Art und Weise fiktiv ist, die sie vielleicht nicht erhalten hätten. 2013, also im Jahr 2013, sorgte Hollywood mit The Conjuring für Furore, also mit dem ersten Teil wahrscheinlich, einem Film, der die angeblich wahre Geschichte eines Poltergeistes erzählt, oder Poltergeist erzählt, der Anfang, also zumindest behauptet wird, der Anfang der 1970er Jahre eine Familie in Rhode Island terrorisierte. Im Jahr 2016 folgte dann die Fortsetzung, The Conjuring Teil 2, über einen weiteren angeblichen Poltergeist-Fall. Diesmal einen sehr berühmten aus England, oder sehr berühmten Fall aus England, den Enfield Poltergeist. In beiden Filmen, oder beziehungsweise die beiden Filme, waren durch die Hauptfiguren miteinander verbunden, das reale Ehepaar Ed und Lorraine Warren. Sekunde. Die als Autoren Karriere machten und über die viele Spukgeschichten schrieben, also andere über dieses Paar Ed und Lorraine Warren. Deswegen hier wahrscheinlich auch die Überschrift, die Lorraines, die Warrens entschlüsselt. Die sie angeblich untersucht hatten. Also haben andere behauptet, die Geschichten über dieses Paar Ed und Lorraine Warren geschrieben hätten. In ihren Spurgeschichten, sie hätten, also die Warrens hätten angeblich solche Fälle untersucht und sich selbst als der New England Society for Psychic Research bezeichneten. Aber das Publikum wird sich freuen zu erfahren, dass die Kluft zwischen der Hollywood-Version des Geschehens und der Realität dieses rätselhaften Paares, das, wie sich herausstellt, wahrscheinlich der fiktivste Teil der Serie ist, also mittlerweile zwei Filme, noch erschreckender als die Filme war, also sprich möglicherweise alles frei erfunden und vor allem diese Leute frei erfunden. Hier Earl und Lorraine, nicht Earl, Ed und Lorraine Warren. Es geschah
über einen Zeitraum von 2 Jahren, von 1977 bis 1979 in Enfield, einem Stadtteil im Norden Londons. Peggy Harper war die geschiedene Mutter der 4 Hodgson-Kinder, also H-O-D-G-S-O-N geschrieben. Hodgson, also ich kann das schlecht aussprechen, im Alter von 7 bis 13 Jahren. Janet Hodgson, 11 Jahre, stand im Mittelpunkt der Ereignisse. Und ihre Schwester Margaret, 13 Jahre, war ebenfalls in einige verwickelt. Janets Bericht über umherschiebende Möbel, lautes Klopfen und herumgeworfene Gegenstände, also das, was als typische Poltergeist-Aktivitäten beschrieben wird oder immer wieder behauptet wird, veranlassten Frau Harper, die Polizei anzurufen. Diese riet ihr, die Medien zu informieren, und als die Lokalzeiten einen Bericht druckten, wurden sie von der Society for Psychical Research, SPR, kontaktiert. Diese SPR mit Sitz in London war eine 100 Jahre alte Vereinigung von Anhängern und Ermittlern paranormaler Phänomene. Also nur weil etwas schon seit 100 Jahren existiert, muss es nicht automatisch glaubwürdiger sein oder authentisch sein oder halt seriös sein. Also es waren hier Anhänger und Ermittler paranormaler Phänomene, sprich größtenteils natürlich Spinner. Also wie bei fast allen angeblichen Geistergeschichten oder Gruselgeschichten, wo ich bisher drüber Videos gemacht habe, wie sich herausgestellt hat, in der Regel war es inszeniert. Und hier war auch eine Zeitung dran beteiligt, also sprich, ist ja klar, also es wird viel Müll erfunden, man möchte ja irgendwo die Leute unterhalten, also sprich, es spannender machen, die Leute sollen die Zeitung kaufen. Und hier natürlich ebenfalls bei solchen Anhängern oder Ermittlern paranormaler Phänomene, die veröffentlichen dann in der Regel irgendwo auch Publikationen, also Bücher dann meistens oder halt Berichte für Zeitungen. Sprich, sie arbeiten sowohl als angeblicher paranormaler Ermittler als auch möglicherweise als Presseangehöriger. Also Reporter ist ja auch klar, also die liefern natürlich das, was erwünscht ist. Oder finden sich irgendwas selber, also selbst wenn sie keine Beweise haben. Also fabrizieren sich selber ihre vermeintlichen Fälle. Die Ermittler des sogenannten SPR, hier Psychical, also ich habe es ja vorhin vorgelesen, wofür die Abkürzung steht, SPR, verbrachten 2 Jahre lang mit der Familie und dokumentierten die Ereignisse. Die Hauptverantwortlichen waren Guy Playfair, ein Autor, also ich sag mal, ist schon wieder klar, worauf es hinausläuft. Also er war selber ein Autor, der Hauptverantwortliche hier, Guy Playfair, ein langjähriger, überzeugter Anhänger des Übernatürlichen, und Maurice Große, der sich für die SPR interessierte, nachdem seine Tochter im Teenageralter nur ein Jahr zuvor bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Viele andere Ermittler des SPR verbrachten ebenfalls Zeit in dem Haus, aber die meisten von ihnen waren unbeeindruckt, da es ziemlich offensichtlich schien, dass Janet, also eine von diesen Kindern, einfach kleine Gegenstände warf oder auf Dinge klopfte, wenn niemand hinsah. Sprich, es war inszeniert, es war gefaked, wie es in der Regel fast immer ist. Also, wenn es so einfach wäre, Geister nachzuweisen, oder in dem Fall Poltergeister nachzuweisen, Poltergeistaktivitäten nachzuweisen, dann könnte man das auch praktisch überall und jederzeit tun, also nicht nur hier, wenn die Kamera oder Fotoapparat draufgehalten wird oder Aufnahmen gemacht werden,
Und dann könnten die Leute, die damit in Verbindung gebracht werden, sprich, wenn sie angeblich verflucht werden oder verfolgt werden würden von Poltergeistern, das jederzeit machen. Also sprich, es fällt auf, wenn jemand etwas betrügt, also in betrügerischer Absicht vorgeht. Sprich, er möchte Aufmerksamkeit, er möchte im Mittelpunkt stehen, er genießt es, im Mittelpunkt zu stehen, er oder sie. Es wird in der Regel betrogen ohne Ende. Also es war fast immer so bei solchen vermeintlichen Geisteraktivitäten, sprich hier in dem Fall Poltergeistaktivitäten. Also es ist ja nicht der einzige Fall. Oder hier in England sind es ja nicht die einzigen Fälle. Also es kommt ja weltweit vor, es wird ja weltweit sowas behauptet. Die Ermittler des SBR hatten sogar einen herausgerissenen und aufbewahrten Zeitschriftenartikel über angebliche Störungen durch Poltergeister, also sprich, wo durch diese Person sich möglicherweise die Idee erstmal geholt hat, die sich um einen Jungen namens Matthew Manning drehten. Mannings Störungen hatten mit einer verschwundenen Teekanne begonnen und Janets Störungen taten dies ebenfalls. Also sprich, die hat eins zu eins das kopiert, was sie da vorher durch einen anderen Fall erfahren hat, also hier, wie es begonnen hätte. Eine Teekanne ist verschwunden. Der Playfair und Größe ließen sich nicht davon abbringen, also ist ja klar, die wollen ja irgendwas beweisen. Obwohl sie zugaben, dass Janet zweifellos für mindestens einen Teil der Unruhen verantwortlich war. Als Janet und ihre Mutter einmal einem Reporter gegenüber gestanden, also jetzt kommt's, sie haben es bereits zugegeben, sie haben sich bereits verraten, dass Janet für alles verantwortlich sei, also sprich, es ist inszeniert, überredeten Playfair und Große sie sogar, ihre Aussage zurückzunehmen, also sprich, damit sie nicht als Idioten dastehen. Also, sie haben ihr direkt verboten, zuzugeben, dass es Schwindel ist, Betrug, gelogen, gefaked, inszeniert. Janet berichtete, dass sie gewaltsam aus ihrem Bett geworfen wurde. Playfair und Große stellten Kameras auf und machten Fotos, die im Internet weithin verfügbar sind. Und auf den Janet einfach in ihr Bett und wieder herausspringt. Die Versuche, dabei eine angebliche oder vermeintliche paranormale Erklärung zu finden, sind beinahe peinlich. Also, sprich, wie man versucht, irgendwo etwas angeblich als paranormal erscheinen zu lassen, was nie der Fall war. Also, alles nur erfundener Schwachsinn. Die krächzenden Stimmen, so wird behauptet, wurden von einem unsichtbaren Wesen gesprochen, dass sie die Stimme nannten. Also angebliche Geräusche, die man gehört haben will, oder sogar Stimmen, die man wahrgenommen haben will. Janet erklärte, dass die Stimme nur sprechen würde, wenn sie mit ihr oder Margaret allein in einem Raum wäre. Und selbst dann nur, wenn die Tür geschlossen wäre. Also ist offensichtlich, worauf das hier hinausläuft. Sprich, so kann man besser betrügen. Ja, nur ich und meine Schwester, also wenn ich jetzt diese Janet bin, ihre Aussage, nur ich und meine Schwester Margaret müssen allein in einem Raum sein und die Tür muss definitiv erst geschlossen sein. Für diesen offensichtlichsten Hinweis oder offensichtlichen Hinweis, trotz dieses, nicht für, trotz dieses offensichtlichen Hinweises und obwohl Playfair und große Janets Lippen hier, Zitat, also in Anführungsstrichen kaum bewegt, vor der Kamera einfingen, blieben sie bei ihrem Glauben. Gegenstände wurden im falschen Raum oder an ungewöhnlichen Orten gefunden. Playfair und Große hielten diese Bewegung für unmöglich. Aber skeptische Autoren, die ihre Berichte untersuchten, fanden durchweg keinen Grund dafür, dass Janet oder Margaret diese Dinge nicht im Voraus selbst bewegt haben können. Zusammengefasst oder zusammenfassend lässt sich sagen, dass der angeblich wahre Enfield Poltergeist-Fall eine traurige Ansammlung von Kinderstreichen war und nicht einmal von ausgefallen ist, ja klar, weil
Kinder sind ja noch nicht so hinterhältig und verschlagen, also durch die fehlende Lebenserfahrung, dass sie sowas überzeugend bewerkstelligen könnten. Also in der Regel sind es ganz plumpe Tricksereien, ganz plumpe Betrügereien. Also für jeden einigermaßen, der bei Verstand ist, der nicht vollkommen selber schwachsinnig sein muss. Das größte Rätsel ist, warum Playfair und Große fast darauf beharrten, sich leichtgläubig hereinlegen zu lassen. Ich habe es gerade erklärt, aus welchen Gründen. Die wollen ja angeblich als ernst genommen werdende Geisterjäger gelten. Doch bei näherer Betrachtung offenbart sich eine wahrscheinliche Antwort auf diese Frage. Es gab einen sehr beunruhigenden Aspekt dieses Falles, der selten erwähnt wird. 3 Jahre bevor die Unruhen begannen, ließ sich Peggy Harper von ihrem Mann scheiden und behielt das Sorgerecht für die 4 Kinder. Es wurde berichtet, dass die Situation zwischen den Kindern und der neuen Partnerin des Vaters schlecht war. Ich sprach mit einer Familienpsychologin, also der das hier geschrieben hat. Ich sprach mit einer Familienpsychologin über diesen Fall und sie sagte, sie würde Folgendes erwarten. Hier, Zitat: Ich würde darauf achten, ob die Kinder Aufmerksamkeit suchen. Kinder brauchen Berührung, Gespräche und das Gefühl, wichtig zu sein. Wenn ihnen das fehlt, also warum es in der Regel immer so ist, wenn es in Verbindung mit Kindern meistens ist, versuchen sie, die Aufmerksamkeit auf andere Weise zu bekommen, zum Beispiel durch ihr Verhalten. Und nicht anders ist es hier, wenn, also gerade bei YouTube hier, wenn man sieht, wie viele Fake-Geisterjäger hier unterwegs sind bei YouTube, aber wie gesagt, nicht nur bei YouTube ist es halt am offensichtlichsten. Oder angeblich Leute, die sich für paranormale Experten ausgeben, also in der Regel dann auch Frauen. Also Frauen haben ja ohnehin irgendwo eher immer das Bedürfnis, irgendwo sich mit Esoterik zu beschäftigen und andere glauben ihnen gerne irgendwelche Schwachsinn, den sie von sich geben, also teilweise hier. Man sagt es halt so, also ich habe den Begriff nicht erfunden, Attention Whore, Aufmerksamkeitshure. Also nicht, dass diese Frauen wirklich Prostituierte wären oder sind, also klassische Huren, sondern sie sind Aufmerksamkeitshuren, sprich, sie stehen dadurch im Mittelpunkt und natürlich genießen sie das. Eine echte Prostituierte drängt sich normalerweise nicht in den Mittelpunkt, sprich, sie wird dann, wenn sie gut ist, begehrt, also von ihren Kunden umschwärmt. Also es bringt ihr natürlich vernünftig Geld ein dann, also darüber wird sich eine Prostituierte auch freuen, gerade wenn sie jetzt angenommen keinen Zuhälter hat, wenn sie nur auf eigene Rechnung arbeiten würde, also als Prostituierte. Aber sie versucht nicht automatisch, sich in den Mittelpunkt zu drängen. Also es ist eher ein notwendiges Übel, um gut im Geschäft zu bleiben, auf Deutsch gesagt. Hier ist es halt nicht anders, also hier sogenannte Aufmerksamkeitshuren. Attention Wars, also wenn es Frauen sind. Und davon gibt es ja mehr als genug, also gerade auch hier bei YouTube. Sprich, heute sind das halt sogenannte Fake-Videos, hier Clickbait-Videos. Oder das wird inszeniert ohne Ende, oder es wird irgendwas interpretiert, also sprich hier Märchen hoch 10, Lügen hoch 10. Jeder Müll wird angeblich als vermeintlich paranormal erklärt. Und natürlich genießt man das auch, wenn es immer wieder Zuschauer gibt, dann in der Regel ebenfalls Frauen, die einen damit noch kofieren oder noch darin bestätigen oder halt noch behaupten, sie hätten Ähnliches erlebt. Also im Grunde, es wird fast alles nur behauptet. Es ist offensichtlich, worauf es hinausläuft, sprich in dem Fall, genau wie bei echten Prostituierten, wie ich es gerade erklärt habe, es geht ums Geld. Und deswegen wird inszeniert, deswegen wird gelogen, deswegen wird gefaked ohne Ende. Und das war auch
früher schon so, sprich vor dem Zeitalter von der Möglichkeit, etwas zu filmen, sprich ein bewegtes Bild mit Ton aufzunehmen. Hier Thema Geisterfotografie, also selbst da wurde schon betrogen ohne Ende. Und heute ist es halt noch einfacher, also hier gerade mit digitalen Fotos, hier sprich das Thema Orbs und solche Geschichten, also einfache Lichtspiegelung, einfache Lichtphänomene, was man dann angeblich alles als vermeintliche Geisteraktivität erklären will. Es hat eine lange Tradition und der Grund ist fast immer identisch, also nehmen, dass man Aufmerksamkeit haben möchte. Es geht ums Geld. Also sprich, Leute sollen für dumm verkauft werden und dadurch natürlich ihnen das Geld aus der Tasche gezogen werden. Dann erzählte ich ihr, also ihr, der das geschrieben hat, von den Einzelheiten des Falls, dem Werfen von Gegenständen und der Schaffung der Poltergeist-Situation, was am wichtigsten war. Janets Bestätigung des Geisterglaubens von Plefer und Krosse im Austausch für die positive Aufmerksamkeit, die sie von ihm bekam. Also sprich, es haben beide davon natürlich profitiert. Also warum sie ja auch mehr oder weniger verboten haben zuzugeben, ja, sie hat nur gelogen. Also es war alles nur Schwindel. Es klingt so, also hier Zitat, es klingt so, als ob sie umso mehr positive Aufmerksamkeit erhielt, je kreativer sie handelte. Also ist ja klar. Also nicht nur abgedroschene Sachen wiederholt hat oder halt wirklich was andere schon gemacht haben sind und sich was Neues einfallen lassen hat. Also sprich kreativer wurde in ihren vermeintlichen Aktivitäten oder die vermeintlichen Aktivitäten, für die sie angeblich nichts konnte. Die Grundbedürfnisse der Kinder wurden nicht erfüllt und dies war eine Möglichkeit, diese zu bekommen. Wenn die Mutter ihnen mehr positive Aufmerksamkeit geschenkt und mehr Zeit mit ihnen verbracht hätte, hätte das Verhalten vielleicht aufgehört. Ich hätte der Mutter geraten, also hat diese Psychologin gesagt, ich hätte den Muttern geraten zugrunde. Musste kurz einen Schluck trinken. Ich hätte der Mutter geraten, den Kindern zu sagen, ich weiß, dass ihr diese Dinge tut und ich verstehe, warum ihr sie tut. Von nun an werde ich diese Dinge ignorieren und wir werden andere Dinge finden, die wir gemeinsam tun können. Klingt, also sagt der hier, der das geschrieben hat, er ist wahrscheinlich Brian Dunning hier, Skeptoid, www, die Quatsch, https Doppelpunkt backslash skeptoid.com Brian Dunning. Klingt, als hätte sie, also diese Psychologin, den Nagel ziemlich genau auf den Kopf getroffen. Die meisten anderen SPR-Ermittler, also die sich nur einigermaßen als seriös ausgeben, standen Großes Beziehungen zu Janet kritisch gegenüber. Großes eigene verstorbene Tochter hatte ebenfalls Janet geheißen. Also, dass der sich hineingesteigert hätte, dass diese Janet angeblich so eine Art Reinkarnation seiner eigenen Tochter gewesen wäre. Und es gab noch andere Gemeinsamkeiten zwischen ihnen. Außerdem war er sehr an der Fähigkeit, der Tochter interessiert, aus dem Grab heraus zu kommunizieren. Entschuldigung, nicht Tochter. Ich habe mich verlesen. Außerdem war er sehr an der Fähigkeit der Toten interessiert, aus dem Grab heraus zu kommunizieren. Also möglicherweise hat er geglaubt, wenn er sich eingebildet hat, dieser andere Janet hier wäre die Reinkarnation seiner bereits verstorbenen Tochter mit dem gleichen Namen. Dass er über die auch Verbindung mit seiner eigenen bereits verstorbenen Tochter wieder bekommen könnte, also hier, dass er als Medium fungieren könnte. Der Grund, warum Plefer und Krosse 2 volle Jahre mit der Familie verbrachten, lag größtenteils in Krosses Wunsch, wieder eine Verbindung zu seiner Tochter aufzubauen, was perfekt mit Janets Bedürfnis nach Aufmerksamkeit durch eine Elternfigur harmonierte. Es war
die klassische gegenseitige Abhängigkeit oder zwar eine klassische gegenseitige Abhängigkeit. Also genau wie ich es erklärt habe, wie hier Leute die faken, also hier sprich Fake-Videos erstellen, natürlich ebenfalls die Aufmerksamkeit genießen, also abgesehen von finanziellen Einkünften, sprich Klicks werden generiert, Einnahmen werden generiert und natürlich auch die Fans, die jedes neue Video von solchen Idioten noch hochjubeln. Also weil sie sich gut unterhalten fühlen oder weil sie sich selber in irgendwelchen, ich muss es ganz deutlich sagen, Wahnvorstellungen, also sprich schwachsinnigen, idiotischen, bekloppten, geisteskranken Ideen bestätigt sehen. Also auch eine klassische gegenseitige Abhängigkeit. Man braucht sich gegenseitig. Man will, dass es weitergeht. Also sprich, es soll gar nicht entlarvt werden können. Es darf auch auf keinen Fall entlarvt werden, weil dann wäre der ganze Zauber weg. Warum auch, wie gesagt, ich immer wieder angegriffen wurde und natürlich auch andere, wie ich, also nicht nur ich alleine, aber halt jetzt hier in dem Fall, wird auch wahrscheinlich bei diesem Video genauso sein. Hier negatives Abklicken, Pöbelkommentare, tralala. Wenn ich euch ganz deutlich sage, ihr seid in meinen Augen Schwachsinnige, also sprich Vollidioten, die sich für dumm verkaufen lassen, die nicht in der Lage sind, wie hier, wie ich es gerade in diesem Video ebenfalls schon wieder mache, etwas nachzulesen. Ich werde, also hat der hier geschrieben, ich werde noch mehr über den Fall erzählen, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es sich im Kern nicht, ich füge jetzt mal hinzu, wirklich um eine Geschichte paranormaler Ereignisse handelt, die so unglaublich sind, dass wir sie kaum glauben können. Es ist im Grunde, also ich habe es jetzt ein bisschen umgeändert, den Satz beim Vorlesen. Es ist im Grunde die Geschichte eines Teenagers, also in dem Fall eines jungen Mädchens, der Liebe und Aufmerksamkeit braucht, also ein jugendlicher Mensch, und einen verzweifelten Weg fand, sie zu bekommen. Denken Sie an die junge Janet, während wir über den Rest des Geschehens sprechen. Ed und Lorraine waren zu dieser Zeit den meisten parapsychologischen Ermittlern bekannt. Eines Tages im Jahr 1978 erhielt Grosse einen Brief von Lorraine, in dem sie ermutigte, den Fall Enfield als dämonische Besessenheit zu betrachten und ihre Hilfe anbot. Am 6. Juni, Moment, ich mache mal hier meine Markise etwas blickdichter, die Sonne scheint hier durch. Jetzt ist es möglicherweise auch besser zu lesen, also jetzt tut die Sonne weniger auf dem Monitor Licht werfen. Am 6. Juni, also im Jahr 1978, erschien die Warrens plötzlich uneingeladen und unangekündigt im Haus. Sie interviewten die Familie, während sie mit den Vereinigten Staaten, also in die USA, telefonierten und behaupteten, es handelt sich um eine Live-Übertragung. Punkt. Lorraine hielt eine Art Seance ab, also hier angeblich Kontaktmethoden abgenommen. Ed Warren versuchte, Playfair davon zu überzeugen, dass man mit diesem Fall Geld verdienen könne, indem man Bücher schrieb und Filmrechte verkaufte. Und dann gingen die Warrens. Also es wird auch immer offensichtlicher, wovon ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe hier. Es ist beinahe schon, kann man sagen, eine kriminelle Vereinigung. Sprich, hier wird untereinander abgesprochen, lasst uns das aufbauschen, lasst uns das reißerisch bringen, dieses Thema, diese angebliche Poltergeistaktivität. Wir können Geld damit verdienen, hier wie Seancen oder irgendwas, also Spenden einnehmen. Wir können
Bücher verkaufen, also Bücher darüber schreiben. Wir können, falls es verfilmt wird, Filmrechte verkaufen. Ich habe mich nur vergewissert, dass die Aufnahme läuft. Viele Autoren, sowohl Skeptiker als auch Paranormalisten, haben über ihre Erfahrungen mit den Warrens geschrieben und ihre Berichte sind alle ähnlich. Die meisten waren Lorraine gegenüber im Allgemeinen positiv oder neutral eingestellt. Und fanden sie ruhig und aufrichtig bei Edwards anders. Praktisch jeder, der ihn drauf sprach. Ich habe jetzt ein bisschen den Satz verändert, gleich während ich lese. Sprach sofort oder sprach unmittelbar von einem unsympathischen Gangster. Also es wird offensichtlich, dass der nur finanzielle Gewinne scharf war. Er wird, also dieser Ed Warren, er wird als polternd, aggressiv und anfällig für Gewalt und Drohung aus dem Nichts beschrieben. Ed war ein Typ wie Ernest Borgnine, ein harter Arbeiter und ehemaliger Marinesoldat. Also hier der Schauspieler Ernest Borgnine. Anders als in den Conjuring-Filmen sprach Ed nie davon, jemandem zu helfen, sondern nur von, ich will jetzt aber den Satz umändern, sondern nur von den Möglichkeiten, aus dieser speziellen Geistergeschichte schnell Profit zu schlagen. Der Besuch der Warrens in Enfield war Ed in Reinkultur. Sie kamen uneingeladen ein, platzten in die Party, verbrachten nur sehr wenig Zeit und machten sich dann wieder auf den Weg, um sich Bücher und Möglichkeiten zum Geldverdienen auszudenken. Also hier fehlt eindeutig sich. Hier um Bücher und Möglichkeiten zum Geld verdienen auszulegen. Deswegen habe ich das sich jetzt gleich eingefügt in den Satz. Genau deshalb taten sie mit. Hier ist ja auch relativ bekannt, also wird mal als vermeintlich real beschrieben hier oder angeblich basierend auf realen Tatsachen. Deswegen taten sie mit Amityville Horror und anderen berühmten Geistergeschichten, die zu Büchern. Dasselbe taten sie mit Amityville Horror und anderen berühmten Geistergeschichten, die zu Büchern oder Filmen wurden. Also sprich, dieser Enfield Poltergeist ist eine reine Erfindung, diese Gruselgeschichte, genau wie hier Amityville Horror. Während Lorraine sich offenbar wirklich als Medium betrachtete, also ich sage ja, die meisten von solchen Leuten, hier wenn es Frauen sind, die genießen ja nicht nur im Mittelpunkt zu stehen, sondern die bilden sich ja teilweise selber irgendwelchen Schwachsinn ein. Hier, also die hat sich auch für ein echtes Medium gehalten. Sprich, sie wäre angeblich in der Lage, Methoden Kontakt aufzunehmen. Stellte sich Ed als Dämonologe dar. Hier, also vermeintlich ein Experte für alles, was mit Dämonen zu tun hat. Aber wie bei anderen Aspekten seiner Persönlichkeit ging es ihm mehr um den Schein als um die Substanz. Hier hat er wahrscheinlich etwas beschrieben hier, also hier ist blau markiert. Hören Sie sich diesen Clip von Blake Smith im Monsters Talk Podcast an. Hier beantwortet Ed Warren eine Frage zu einem Buch im Okkultmuseum der Warren im Keller ihres Hauses. Also sprich, die haben da sogar ein Museum eingerichtet, sprich haben wir wahrscheinlich auch nochmal Geld verdient. Also das wird Englisch sein, deswegen gehe ich jetzt nicht drauf hier, also ein Interview mit Ed Warren. Interview, also hier steht es auch der Text, also ich muss es gar nicht anklicken. Dann wäre es ja ohnehin Englisch gewesen, also hier ist es bereits in der Übersetzung. Interviewer, ich sehe dieses Buch hier, in diesem Buch steht Buch der Schatten, Necronomicon. Können Sie mir sagen, was das ist? Fragezeichen. Ed Warren. Das ist eines der ursprünglichen Bücher der Schatten, das im Mittelalter geschrieben wurde. Also hier das vermeintliche Necronomicon. Hier also ähnlich wie der sogenannte Hexenhammer, sprich, was auch die Inquisition benutzt hat, um Hexen oder vermeintliche Hexen zu verfolgen. Beim Necronomicon gibt es genauso
Hinweise darauf, dass es höchstwahrscheinlich alles nur fiktiv ist, also sprich, nichts davon ist real. Und dass es teilweise möglicherweise auch nur abgeschrieben war, also sprich, es wäre möglich, dass es noch ältere Quellen hat, dieses sogenannte Necronomicon. Oder halt hier das Buch der Schatten. Dieses hier, also seine Version von diesem Buch, ist ins Englische übersetzt. Allein die Lektüre dieses Buches hat bei vielen Menschen schreckliche Folgen gehabt. Dieses Buch sollte niemand kaufen. Es ist ein Buch der Schatten. Es geht um Beschwörungen, Teufel, Dämonen und Rituale. Blake Smith. Mit ein bisschen Recherche hätte er herausgefunden, dass das Buch der Schatten, das er in der Hand hält, erstens kein Buch der Schatten und zweitens nicht das echte Necronomicon ist, also sprich, er hat es nur verwechselt mit dem anderen Buch, was unter dem Namen Necronomicon geläufig ist. Das ist eine Kopie des gefälschten Necronomicon, das von dem als Simon bekannten Autor veröffentlicht wurde. Es ist eine berühmte literarische Falschmeldung. Es ist voller Beschwörungen und Zaubersprüche, die angeblich aus dem alten Sumer stammen, also wo behauptet wird, da hat die Menschheit zum ersten Mal Aufzeichnungen gemacht. Also es wurde nicht mehr Geschichte mündlich weitergegeben, hier die Kultur der Sumer. Also von da an existieren schriftliche Aufzeichnungen seit dem alten Sumer, was aber nicht der Fall ist. Außerdem ist es kein Buch der Schatten. Bücher der Schatten sind Zauberbücher des modernen Heidentums, keine alten mittelalterlichen Schriftrollen, Zaubersprüche oder Rituale. Sein Museum dämonischer besessener Gegenstände war voller handelsüblichem Halloween-Kram, Puppen und Spielzeug, Büchern, die man in jedem Buchladen kaufen konnte, und in diesem Fall eins, das nicht einmal annähernd das war, was er behauptete. Also sprich, ganz billiger Versuch, Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, hier mit angeblich besessenen oder angeblich verfluchten Gegenständen, also alles nur Schwachsinn. Die Warrens kehrten noch einmal für 3 Tage im August 1979 in das Haus zurück. Nachdem Playfair und Grosse ihre Ermittlungen endlich abgeschlossen hatten. Die Warrens verbrachten die Zeit damit, ihre eigenen Tonbandaufnahmen von The Voice zu sammeln und Fotos von einer Reihe von Objekten zu machen, die sich mysteriöserweise bewegt hatten. Also wurde behauptet. Sekunde, geht klar weiter. Augenblick noch. Weil ich will hier nicht immer aufs nächste Video klicken, deswegen habe ich jetzt einfach mal hier was in Endlosschleife laufen lassen, also was hier nebenbei läuft, ohne Ton. Die Warrens kehrten noch einmal für 3 Tage im August 1979 das Haus zurück, nachdem Playfair und Grosse ihre Ermittlungen endlich abgeschlossen hatten. Die Warrens verbrachten die Zeit damit, ihre eigenen Tonbandaufnahmen von The Voice zu sammeln und Fotos von einer Reihe von Objekten zu machen, die sich hier in Anführungsstrichen, also sprich angeblich vermeintlich, mysteriöserweise bewegt hatten. Naja, tut mir leid, wenn ich das nochmal vorgelesen habe, aber da ich ja eben selber kurz unterbrochen habe, wollte ich das nochmal wiederholen. Mit den Medien in der Hand verließen sie das Haus erneut, dieses Mal für immer. Schneller Vorlauf in die Gegenwart, also hier der zweite Teil hier, Conjuring Teil 2. Die Conjuring 2 wurde veröffentlicht und zeigte auf bizarre Weise die Warrens als Hauptfiguren und leitende Ermittler, die dieser Familie helfen wollten, die von schrecklichen Erscheinungen und Ereignissen heimgesucht wird, die nichts mit dem wahren Fall zu tun haben. Playfair
also hier der angebliche paranormale Experte, wurde komplett weggelassen. Und Große wurde nur in einer Nebenrolle als wohlmeinender, aber nutzloser Amateur dargestellt. Also sprich, es hat schon mal die Filmversion kam noch was hier mit dem, wie es wirklich passiert ist, gemeinsam. Also es wurden ganz andere Leute in den Vordergrund gedrängt oder geholt. Die anderen hat man mehr oder weniger verschwiegen oder unterschlagen. Es ist keine Überraschung. Also sprich, wenn man ja unterhalten möchte in erster Linie, also sprich später auch Geld damit verdienen möchte, dadurch. Es ist keine Überraschung, dass sich die Filmemacher bei der Story große Freiheiten genommen haben, um einen Spendenfilm zu machen. Und es ist ein wenig ärgerlich, dass die gierigen Warrens als so tugendhafte und engagierte Profis dargestellt wurden. Aber es ist wirklich traurig, dass der ganze Fall im Kern eine Ausbeutung traumatisierter Kinder war. Traumatisierter, nicht traumatisierter. Aber es ist wirklich traurig, dass der ganze Fall im Kern eine Ausbeutung traumatisierter Kinder war, die auf die einzige Art und Weise, die sie konnten, nach Hilfe suchten. Blefair und Große waren zu besessen von ihrer bevorzugten Geistererklärung, um das zu sehen. Den Warrens war es ganz bestimmt egal. Und die Filmemacher entschieden sich für einen Horror-Genre, also hier die Thematik. Im Mittelpunkt so vieler Geschichten wie dieser stehen echte Menschen und verpasste Gelegenheiten, zu lernen, zu helfen und wirklich etwas Gutes zu tun. Wenn Sie ein Kind in einer ähnlichen Situation kennen, also hier was abbehauptet, es hat einen imaginären Freund, es hat einen Kontakt zu Geistern oder es hätte angeblich schon Angriffe oder Bedrängungen oder sonst was erfahren von Geistern, von Dämonen, von sonst was. Also sprich hier, schlimmste Beispiel ist der Fall Anneliese Michel, also die dann wegen der angeblichen Besessenheit zu Tode gekommen ist. Wenn Sie ein Kind in einer ähnlichen Situation kennen, das Ihre Aufmerksamkeit zu wollen scheint, erinnern Sie sich an den Poltergeist von Enfield. Und denken Sie sich einen besseren Weg aus, um die Bedeutung dieses Kindes zu unterstreichen. Janet und ihre Geschwister wuchsen schließlich alle gesund und glücklich auf. Sie hält an ihrer Geschichte fest, vermeidet es aber verständlicherweise darüber zu sprechen. Also, sowohl diese Janet lebt heute noch, als auch diese Margaret lebt heute noch, natürlich jetzt mittlerweile erwachsen. Das war ja im Jahr zwischen 1977 und 1979. Und da waren sie ja, glaube ich, 11 und 13. Hier steht es ja. Janet war 11 Jahre damals, zwischen 1977 und 79. Und Margaret war 13. Also sind mittlerweile auch schon ältere Leute, diese beiden Frauen. Gut, Moment. 43, 30. Aber jetzt kommt ja das eigentliche Poltergeist-Thema. Also das war jetzt nur ein Beispiel hier. Speziell, weil über die Filme im Buttermärchen erzählt wird. Ich gucke mir so eine Scheiße gar nicht an, weil ich weiß in der Regel, dass es eh nur alles Verarschung ist. 43, 30. Poltergeist. Als Poltergeist bezeichnet man ein weltweit verbreitet, ich habe zu weit runtergescrollt, verbreitet man ein weltweit verbreitetes Phänomen, mit dem sich auch die Parapsychologie, die Psychologie, die Psychiatrie und die Dämonologie befassen. Also Parapsychologie ist in meinen Augen hier Fake-Wissenschaft, Dämonologie ebenfalls. Psychologie, Psychiatrie sind ja anerkannte sogenannte seriöse Wissenschaften. Es soll eine bestimmte Form von Geistern und Dämonen sowie deren vorgebliches Wirken beschreiben. Poltergeistern wird nachgesagt. Dass sie sich in Häusern und regelmäßig besuchten Gebäude einnisten. Also sprich, würde ja heißen, die Poltergeister sind ebenfalls Aufmerksamkeitshuren,
Also wie Menschen, die sowas behaupten. Hier, also sie tun sie nicht in abgelegenen Gebäuden einnisten, vermeintliche Poltergeister, sondern sogar in Gebäude, die regelmäßig besucht werden. Sprich, sie genießen es regelrecht, dadurch immer wieder neue Aufmerksamkeit zu erhalten. Oder immer wieder neu etwas zu veranstalten, um halt Leute damit zu erschrecken. Also, wie halt, wenn ich jemanden permanent Streiche spiele, also der Spaß, den man dabei hat. Also, abgesehen von, wenn sowas zu einem Video verarbeitet wird, dass man damit natürlich auch Geld verdient, sprich, die Leute werden ja genauso dann unterhalten, die das ansehen und dementsprechend wird Geld gescheppelt, also sprich, Klicks werden generiert. Wie zum Beispiel also die bekannten Poltergeist-Aktivitäten, vermeintlich bekannten Poltergeist-Aktivitäten, Clubgeräusche oder und umherfliegende Möbel. Also so machen sich Poltergeister bemerkbar, hier bemerkbar machen und die dort ansässigen Bewohner oder Besucher gezielt schikanieren. Also nicht nur necken, nicht nur Schabernack treiben. Sprich, auf eine nette Art und Weise Leuten Angst machen, Leute erschrecken, sondern natürlich auch in Richtung vermeintlich gezielte Angriffe mit echten Verletzungen, also schikanieren, also abgesehen davon, dass man davon jemanden wirklich praktisch in den Wahnsinn treibt oder treiben könnte. Der Geist selbst ist nach Aussage Betroffener gestaltlos und manifestiert sich auch nicht. Also sprich, es gibt eigentlich kaum vermeintlich echte Poltergeist-Fälle, wo auch Geister zu sehen gewesen wären. Also es wird angeblich alles unsichtbar Dinge manipulieren, also sprich Gegenstände bewegen, Gegenstände werfen. Also da sollte man auch aufpassen, wenn man angeblich Poltergeister auf Fotos oder auf Filmaufnahmen, wie es behauptet wird, gezielt festgehalten hat. Also weil man halt Beweis fabrizieren wollte, angebliche Beweise. Poltergeist-Aktivität unterscheidet sich der Parawissenschaft zufolge von traditionellem Spuk, also wo manchmal auch etwas zu sehen oder zu hören wäre. Also hier traditioneller Spuk, also sprich Geistersichtung, vermeintlich reale Geistersichtung. Durch ihre kurze Dauer und ihre vornehmlich physisch-akustische wahrnehmbare Natur, also sprich Bewegung, Berührung, das, was gehört worden sein soll, also etwas zu hören gewesen war. Wissenschaftler, Psychologen und Kirche stehen der Erklärung des Phänomens als übernatürliches Geschehen durch die Parapsychologie ablehnend gegenüber. Für die Existenz von Poltergeistern fehlt jeder wissenschaftliche und damit glaubwürdige Beweis. Zumal auch viele der vorgeblichen Erscheinungen als Betrug entlarvt werden konnten. Beschreibung und Definition, also wie sich das angeblich gestaltet. Parawissenschaftler definieren das Phänomen Poltergeist wie folgt: Die Geister selbst sollen für den Beobachter unsichtbar sein, sicht- und wahrnehmbar, also sprich, was man sieht, was man hört. Oh, Entschuldigung. Moment. Ja, tut mir leid, ich muss kurz warten. Bin ich selber erschrocken, aber wie gesagt, nur weil es überraschend jetzt kam, das Geräusch. Augenblick noch. Ihr Anruf kann zurzeit nicht angenommen werden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. War klar, also
frage ich mich, warum die Leute anrufen, wenn sie nicht auf dem Anrufbeantworter sprechen. Gut, also ich hoffe, dass es nicht nochmal passiert jetzt in diesem Video. Beschreibung und Definition. Also jetzt tut mir leid, das wiederhole ich es nochmal. Parawissenschaftler definieren das Problem Poltergeist wie folgt. Die Geister selbst wollen für den Beobachter unsichtbar sein. Sicht und wahrnehmbar sind nur ihre Aktivität, sogenannte Poltergeistaktivitäten, im Unterschied zu klassischen Spuk- und Geistererscheinungen nimmt der Poltergeist auch während seiner Tätigkeit keinerlei Gestalt an. Und kann dadurch normalerweise auch nicht fotografiert oder gefilmt werden. Seine Aktivitäten umfassen eine breite Vielfalt an akustischen, sensorischen wie optischen Erscheinungen. Diese sind in ihrer Dauer oft sehr begrenzt und sollen in den meisten Fällen mit der psychischen und wie physischen Verfassung einzelner, selbst mehrere am Ereignisort anwesender Personen im Zusammenhang stehen. Also angeblich jemand, der eher daran glaubt, produziert solche Fälle auch eher, also solche Aktivitäten auch eher. Sind wir jetzt wieder beim Ausgangspunkt, also sind ja in der Regel größtenteils nur Spinner, also die hier sowas immer wieder gerne produzieren. Also sprich Aufmerksamkeit suchen, und diese Poltergeister selber sind, wie kann man sagen, wie eine Manifestation dieses Verhaltens, wie eine Aufmerksamkeitssuche. Moment, jetzt muss ich kurz einen Abschnitt wieder finden, wo ich gerade aufgehört habe zu lesen. Ah gut, auch dies unterscheidet Poltergeister von klassischen Spukgeistern. Erstere sind personengebunden, können jederzeit und an jedem Ort auftreten und wechseln in ihrem Verhalten sprunghaft, also häufig oder sprunghaft, zwischen Aktivität und Inaktivität. Spukgeister sind ortsgebunden und von kontinuierlicher Dauer, meist über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende hinweg. Zu guter Letzt sind Poltergeister unsichtbar, aber lärmig, also laut. Also daher kommt ja der Begriff Poltergeist, also sprich lauter Geist. Aber lärmig und Spukgespenster sichtbar, aber in der Regel völlig lautlos. Also Unterschied zwischen Poltergeistern und klassischen Geistern. Zu den typischen Poltergeist-Inszenierungen oder Poltergeist-Aktivitäten. Also ich habe es jetzt ganz deutlich schon gesagt, Poltergeist-Inszenierungen, also sprich vermeintliche Aktivitäten, zählen der parawissenschaftlichen Definition zufolge Kratz-, Klopf- und Knallgeräusche, Kältestellen. Moment, ich mache mal einen Tickel größer hier in die Schrift. Das ist für mich besser zu lesen und natürlich auch für andere. Ich muss mich noch vergewissern, dass es auch noch in der Aufnahme ist. Jetzt habe ich ja die Schrift vergrößert. Sekunde, ich habe es gleich. Zu den typischen Poltergeist-Aktivitäten zählen der parawissenschaftlichen Definition zufolge Kreuz-, Klopf- und Knallgeräusche, Kältestellen, Stimmenwahrnehmung sowie das Ein- und Ausgehen elektronischer Haushaltsgeräte, wie zum Beispiel Fernseher, Radios, Glühbirnen und Computer, ohne erkennbare Ursache oder sichtbares Zutun der bzw. des Anwesenden. Zu den höheren Poltergeistaktivitäten zählen Levitationen von Besuchern, also angeblich, dass jemand geschwebt ist, Levitation, oder von Gegenständen, also das ist eher der Fall, also sprich, es wird nicht nur geworfen, es fliegt da irgendwas umher oder wird irgendwo angehoben. Das Verschwinden und wieder Auftauchen von Objekten sowie Lichterscheinungen wie Kugelblitze und Irrlichter, in Japan auch als Hito-Dama bekannt. Fast alle Poltergeist-Aktivitäten haben die Zerstörung von Haus und
Grundstückseinrichtungen, Einrichtungen, besonders von Möbeln, Geschirr und oder Fensterscheiben zufolge. Allerdings wurden noch nie Menschen dabei ernsthaft verletzt. Jetzt kommen wir mal kurz zu diesen, wie Poltergeist-Aktivitäten beschrieben werden. Also hier Klotz, Klopf und Knallgeräusche ist ja klar. Also sprich, es wird gar nicht versucht, nach natürlichen Ursachen zu falten, es wird automatisch von Poltergeist ausgegangen. Also da geht schon mal los. Also sowohl für Leute, die daran glauben möchten, als unbeteiligte Zuschauer, als auch natürlich die Leute, die behaupten, sie wären von sowas betroffen, also sprich, sie würden das als störend empfinden. Kältestellen, gerade in verlassenen Gebäuden. Also hier wird ja behauptet, es kommt nicht nur davor, wo wirklich Menschen dauerhaft leben, sondern auch wo Besucher immer wieder hinkommen, regelmäßig. Sprich in der Regel dann schon halb verfallene Gebäude oder halt beschädigte Gebäude, habe ich auch schon mal erklärt. Also generell auch, wo es sich gleicht mit klassischen Geisterphänomenen, dass man so Stellen hat, wo es kälter ist und an anderen Stellen ist es wärmer. Das ist völlig normal, gerade in Gebäuden, die teilweise schon beschädigt sind. Hier also hängt natürlich mit der Außentemperatur zusammen, also sprich, wo die kalte Luft besser hinkommt durch Beschädigung. Oder halt auch mit Feuchtigkeit, also sprich Regen und so weiter. Dass der feuchte Raum automatisch kälter ist als ein trockener Raum. Stimmenwahrnehmung lasse ich jetzt mal, also tue ich mir nicht weiter darauf einlassen. Sprich, es wird viel gefaked, wenn der Tag lang ist. Also dass man sogar wirklich Stimmen erkannt haben will oder behauptet, man hat Stimmen aufgezeichnet. Sowie das An- und Ausgehen elektronischer Haushaltsgeräte, wie zum Beispiel jetzt hier modern Fernseher. Ich erkläre, glaube ich, das meine modern. Radios, Glühbirnen und Computer. Hier gerade seitdem es sogenannte Smart TV gibt, also hier moderne Fernseher, also hier Flachbildschirm, die dann in der Regel auch Internetanschluss haben und auch in der Regel am Internet angeschlossen sind. Ist es normal, also wenn ich da jedes Mal auch nur einen Cent dafür bekommen würde, wenn mein Fernseher an und wieder ausgeht und selbst, ohne dass ich was gemacht habe, sprich hier Softwareabsturz, hier die Apps stürzen ab, also die in der Firmware vom Fernseher drin sind und die natürlich auch immer wieder geupdatet werden, aktualisiert werden. Also ihr kennt es ja auch am Computer hier, Browserabsturz oder halt beim Telefon hier ebenfalls Software-Apps, die abstürzen können. Und dadurch manchmal das Gerät auch selber neu starten oder halt Updates die Geräte neu starten. Dann wäre ich reich, wenn ich jedes Mal einen Cent dafür bekommen würde. Wenn bei mir der Fernseher kurz aus und wieder angeht. Radio, wenn es hier ein Radio ist mit Internet, also was möglicherweise auch Updates erhält, sprich Internetradios ebenfalls. Glühbirnen hier, also dass sie flackern, dass sie nicht unmittelbar kaputt gehen, also sprich, der Faden durchbrennt, ist auch völlig normal. Oder halt schlechter Kontakt oder Rost oder sonst was, also sprich, warum eine Glühbirne manchmal an und wieder ausgeht, bevor sie dann endgültig in der Regel kaputt geht. Im Computer halt das Gleiche, also sprich, hier im schlimmsten Fall Bluescreen, also Computer stürzt komplett ab. Also möglicherweise auch ein Hardware-Schaden, der dafür verantwortlich ist. In der Regel ist es aber in fast allen Fällen ein Software-Problem, sprich genau wie beim Fernseher hier. Eine App ist abgestürzt, das ganze Gerät wird neu gestartet. So kann das natürlich auch bei Computern vorkommen. Oder durch Updates. Also bei einem Computer. Also sprich, was man selber automatisch runterladen lassen hat oder selber aktiv runterlädt. Die erzwingen einen Neustart. Die Behauptung, dass Menschen oder Gegenstände geschwebt sind, ist wie gesagt in der Regel gefaked. Also es wurde mit irgendwelchen Zugmaterial gelöst, also hier sprich Angelsehne, sonst was, also dass man es nicht klar erkennt, dass etwas in weit nur gezogen wird oder irgendwo dran hängt.
oder wenn es halt Fotos oder Filmaufnahmen wären, könnte man diese Stricke oder sonst was auch im Nachhinein verbergen, also sprich entfernen aus dem fertigen Film- oder Fotomaterial. Hier Irrlichter habe ich praktisch Dutzende von Beispielen genannt, wie vermeintliche Irrlichter entstehen können. Also auch hier zum Thema das Brieselanger Licht bin ich eingegangen. Also sprich, es sind zwei stark befahrene Straßen in der Nähe, es ist ein Wohngebiet in der Nähe. Also sprich, wo Licht durch diese Bäume in der Nacht speziell durchscheint, manchmal auch in unterschiedlichen Farben, manchmal auch, dass Lichter sich bewegt haben, angeblich auf einen zu oder von einem weg. Ja, und wie gesagt, Spannung, also sprich hier Druck, also wie bei Fensterscheiben, dass Fensterscheibe Risse haben können oder halt wirklich platzen, also brechen, Glas, Fensterscheiben zum Bruch gehen können, das ist auch völlig normal. Also entweder, wie es damals war, Holz, also sprich ein Fensterrahmen aus Holz, eine Feuchtigkeit auf, Holz hat die Angewohnheit, sich zu dehnen oder sich zusammenzuziehen, je nachdem, also aufzuquellen, zu schrumpfen. Das drückt natürlich Druck auf die Scheibe ausüben, also hier auf das Glas. Oder halt auch andere Möglichkeiten, wie etwas kaputt gehen kann. Also sogenannte Spannungsrisse. Also damit beginnt es meistens erst. Also speziell hier Geschirr oder Fensterscheiben. Sprich Glas, Porzellan. Ich hatte selber lange eine Kaffeetasse hier, also ich habe es immer pfleglich behandelt. Und von heute auf morgen urplötzlich, also zum Glück ist mir nicht, dass gerade ein heißes Getränk drin war, dass ich mir es auf den Körper gekippt habe. Wahrscheinlich, wo ich es anheben wollte, urplötzlich hatte ich den Griff von der Kaffeetasse in der Hand. Also ich habe nicht mal gesehen, dass sich da möglicherweise Risse gebildet haben. Sprich, er hat sich einfach gelöst nach einigen Jahren. Also der Moment, ich zeige mal, was ich meine hier. Ist jetzt nicht diese Tasse. Hier, also dieser Handgriff hier. Dieser Henkel von der Tasse. Und plötzlich hatte ich nur noch den Henkel in der Hand, die Tasse stand noch auf dem Tisch. Also sprich, der Henkel ist abgegangen. Ohne dass ich jemals gemerkt habe, dass da vorher eine Beschädigung war. Volksglaube. Im westlichen Volksglauben, besonders in den USA und in Europa, werden Poltergeister oft als die Seelen Verstorbener angesehen, die eines plötzlichen, meist gewaltsamen Todes starben, bzw. getötet wurden. Oder als das Werk von vermeintlichen Elfen oder vermeintlichen Kobolden verstanden. In der Kultur Japans und der chinesischen Kultur werden Poltergeist-Aktivitäten bestimmten Dämonen wie dem Baki Neko, Nekomata und Okurokubi zugeschrieben. Aufgrund der Gewalt und Zerstörungswut, die mit Poltergeist-Aktivitäten einhergehen, werden Poltergeister stets als bösartig wahrgenommen und eingestuft. Poltergeister sind in einigen Regionen auch als Neckgeist oder Klopfgeist bekannt. Sekunde, weil jetzt habe ich ja gerade schon einiges erklärt, deswegen kann ich mir möglicherweise hier einiges sparen. Also natürliche Erklärung. Ja genau, also hier, das lasse ich mal weg, hier diesen ganzen Abschnitt. Also ich mache das nicht mit Absicht, ich will jetzt noch nicht alles nochmal vorlesen, was ich ohnehin schon eben aus dem Stegreif mehr oder weniger auch gesagt habe. Hier halt zum Beispiel, also wenn Menschen dafür verantwortlich wären, wiederkehrende spontane Psychokinese, also sprich, dass Menschen wirklich in der Lage sind, Gegenstände zu bewegen, nur durch die Kraft ihrer Gedanken, ihres Geistes. Hintergrund dieser Darlegung war die Beobachtung, dass viele der Poltergeister anfällig für, also dass viele der Poltergeistopfer, also Menschen, anfällig für Epilepsie und ähnliches Kampfleiden waren oder gehäuft unter starken
psychischen Stress liegen. Also Phänomen wird auch Psychokinese bezeichnet. Geomagnetismus und Naturkräfte, also sprich magnetische Felder. Oder andere Sachen, also Infraschall, Vibration, Geomagnetismus, Infraschall, also unhörbarer Schall, der aber natürlich auch Vibrationen auslösen kann. Wissenschaftler vermuten des Weiteren, dass geomagnetische Impulse für elektrische Phänomene wie das An- und Ausgehen von Haushaltsgeräten, das Auftreten von Lichterscheinungen und Störungen von Rundfunkübertragungen verantwortlich sein können. Man fand heraus, dass viele Häuser und Orte mit angeblichen Poltergeistaktivitäten sich in geologischen Verwerfungszonen und in Zonen mit witterungsreichen Böden befinden. Man fand außerdem heraus, also ich habe es jetzt ein bisschen umformuliert, ich will jetzt nicht immer hier irgendwelche Leute nennen, die das herausgefunden haben. Wie gesagt, man kann das ja alles selber nachlesen, wenn man möchte. Man fand außerdem heraus, oder man fand zahlreiche Bauten vor, deren Fundamente sich nach starken Regenfällen und Frost, also sprich Wasser, hier Effekte, die Wasser haben, also gerade auf Holz, hier es schwindet, es quillt, oder halt bei Frost, Wasser dehnt sich aus, wenn es zu Eis wird, und wird wieder weniger, wenn es sich wieder verflüssigt. Deren Fundamente sich nach starken Regenfällen oder Frost hoben und senken, worauf natürlich innerhalb des Gebäudes Risse entstanden oder auftraten, also Spannungsrisse, Möbel sich vermeintlich von selbst neigten und unerwartete Geräusche wie Knirschen, Knallen und Ächzen vernommen wurden, also durch das vielleicht irgendwas rutscht oder sich irgendwas bewegt, also verschoben wird, aber halt nicht durch Geisterhand, sondern hier ist klar, also Neigung und so weiter. Sprich, auf einer bestimmten Grad rollt oder poltert, also fällt irgendwo runter, überschlägt sich dabei möglicherweise mehrmals eigentlich jedes Objekt, also sowohl lebendes Objekt, also sprich ein Mensch oder ein Tier, als auch natürlich ein Gegenstand, also schräger Abhang, der Neigungswinkel. Das Offensichtlichste hier, Halluzination und Betrug, also sprich, es wird inszeniert. Gab es ja auch schon genug Beispiele als Vergleich. Zum Vergleich. Eine Kippe geht aber aus, hat aber auch nicht mit Poltergeist zu tun. Also, es liegt am Tabak, also zu lange gestopft. Also, sprich, die Glut fällt ab. Als dritte Theorie, also Halluzination und Betrug, als dritte Theorie zur Entstehung von vermeintlichen Poltergeistaktivitäten wird angeführt, dass es sich um simple Halluzinationen infolge psychischen Stresses und vorsätzlichen Betrug in Form von Kinderstreichen und Inszenierung handelt. Ursache für Ersteres können emotionale Störungen wie Stress, Hysterie und Frustration sein. Motivation für Letzteres mag der schlichte Wunsch nach Aufmerksamkeit sein. Also wie jetzt vorher hier in diesem Fall Conjuring hier, also die Grundlagen hier, der Enfield Poltergeist war es, glaube ich, England. Oder nur Enfield Poltergeist. Poltergeist-Aktivitäten in Enfield in England. Man beobachtet, also ich habe jetzt mit Absicht weggelassen, wer das beobachtet hat. Man kann es halt praktisch unabhängig davon, wer es beobachtet hat, immer wieder beobachten. Man beobachtet, dass viele sogenannte Poltergeistaktivitäten, Poltergeistopfer, nicht Poltergeistaktivitäten, also sprich Leute, die behaupten, unter Poltergeistaktivitäten zu leiden, manisch-depressiv und oder psychisch labil waren. Also anscheinend, wie ich es vorhin etwas salopp ausgesprochen habe, immer nur die Schwachsinnigen oder vermeintlich Schwachsinnigen, die dafür anfälliger sind, aber wie gesagt, auch die Leichtgläubigen, nicht nur die
wirklichen Verrückten oder möglicherweise Verrückten. Man vermutet dadurch, dass Poltergeist-Aktivitäten unter Umständen einerseits den Wunsch nach Aufmerksamkeit und Mitgefühl ausdrücken und andererseits auch unterdrückte Gefühle wie Zorn auch aus unterdrückten Gefühlen wie Zorn, Trauer und Verzweiflung resultieren. Die davon betroffenen, erfunden oder inszenierten Poltergeist-Aktivitäten, um in den Mittelpunkt ihnen gewidmeter Empathie zu gelangen. Betrugsfälle, also klassische Betrugsfälle, also sprich in Richtung Schabernackstreiche oder Inszenierung, werden oft insbesondere von Kindern und Jugendlichen verursacht oder Kindern und Jugendlichen nachgesagt. Meistens wird geargwöhnt, dass die Pubertät eine große Rolle spielt, da Menschen während dieser Entwicklungsphase gehäuft emotionalen Schwankungen ausgesetzt sind, also hormonell bedingt. Diese Ansicht ist hier angeblich laut anderen Forschern jedoch eher ein Klischee. Fallstudien zeigen zwar, dass Kinder ungewöhnliche Vorkommnisse eher bemerken als Erwachsene und zudem offenherziger reagierten. Erwachsene aber würden viel stärker unter vermeintlichen Poltergeist-Aktivitäten leiden, emotionaler damit umgehen und eher versuchen, das Erlebte schnellstmöglich zu verdrängen oder zu vergessen. Außerdem neigten Kinder eher dazu, sich mit ungewöhnlichen Erlebnissen längerfristig auseinanderzusetzen und diese später auch in Form von Streichen nachzustellen. Also insgesamt scheint es keinerlei Altersgrenzen unter Poltergeistopfern zu geben. Also ausschließlich nur Jugendliche oder Kinder. Hier, wie gesagt, wann es begonnen hat, also laut Aufzeichnung, Berichte über Poltergeister und deren Wirkung finden sich in allen bekannten Kulturkreisen und Epochen wieder, also weltweit. So berichtete schon der römische Konsul Plinius der Jüngere um das Jahr 100 nach Christus von einem Geisterhaus in Griechenland, das seine Aufmerksamkeit erregte. Mit dem Reformationsabschluss innerhalb der Kirche im frühen 17. Jahrhundert, also sprich hier protestantisch Reformation, Martin Luther, also das frühe 17. Jahrhundert, und der Spaltung in die römisch-katholische und in die evangelische Kirche begann ein heftiger Glaubenskampf um verschiedene theologische Ansichten und Doktrinen, darunter solche, die sich auch mit dem Leben nach dem Tod befassen. Im Zuge der Spiritismusbewegung ab dem Jahr 1848 kam es ebenfalls zu Poltergeist-Schwämmen, also gehäuften vermeintlichen Aktivitäten. Da allerdings mehr und mehr Skeptiker, Wissenschaftler und Psychologen derlei Vorkommnisse untersuchten und hinterfragten, wurden natürlich auch immer mehr Betrugsfälle bekannt. Also wie gesagt, hier sehr bekannte vermeintliche Poltergeist-Aktivitäten der Trommler von Tideworth, die Fox-Schwestern von Heidsville, hier in Deutschland halt relativ bekannt, der Spuk von Rosenheim, also ist nachgewiesen, es war inszeniert. Und was ich eben davor vorgelesen hatte, hier Conjuring, hier der Poltergeist von Enfield in England. Wie gesagt, ist klar, also wurde in Romanen, in Filmen verarbeitet, wie unter anderem hier im Film Poltergeist aus dem Jahr 1982. In Komödien natürlich ebenso, also hier Ghostbusters. In Computerspielen, in Comics, in Mangas, in Trickfilmen. Ja, und hier ist er offensichtlich, also speziell USA, wo das mittlerweile ein anerkannter Beruf ist, also hier Geisterjäger. Oder überhaupt jemand, der sich mit paranormalen Dingen beschäftigt. In Ländern wie den USA und Japan wird das Phänomen der Poltergeister teilweise ernst genommen, teilweise verspottet, was sich unter anderem in zahllosen Videofakes, in diversen Videowebsites und in Scherznachrichten und Zeitungsenden niederschlägt.
in modernen Film- und Literaturwerken, welche Poltergeist-Aktivitäten zum Thema haben wird, vorrangig mit der Angst des Menschen gespielt, einem Ereignis gegenüberzustehen, das sich bisherigen rationalen Erklärungen und Kenntnissen entzieht und kaum kontrolliert werden kann. Gut, so viel dazu. Also, es ist absurd, dass ich sowas immer wieder, wie sagt man, neu erklären soll. Also sprich, ich haue euch hier Fakten um die Ohren. Sprich, es war ja ohnehin offensichtlich. Das meiste ist gefaked, also inszeniert. Und ich werde angegriffen dafür, dass ich die Wahrheit sage. Also da sieht man doch, dass ich nur mit Vollidioten, mit Schwachköpfen, mit Schwachsinnigen zu tun habe. Sprich, wie ich es vorhin einige Male erwähnt habe, anscheinend sind es wirklich nur die Schwachsinnigen, die am stärksten daran glauben und auch nur die am meisten davon Betroffenen sind. Und natürlich die Betrüger, aus naheliegenden Gründen. Also sprich, es wird inszeniert, es wird gefaked, es wird gelogen, Menschen werden betrogen, vor allem finanziell betrogen. Mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Es gibt nicht nur Dutzende, sondern praktisch Hunderte natürliche Erklärungen. Manche sind extrem offensichtlich, also bereits von Anfang an. Sprich, warum so Mist behauptet wird, verbreitet wird, ist ja auch alles nicht neu. Also hat ja eine lange Tradition, mit dem Unterschied damals konnte man die Leute praktisch leichter für dumm verkaufen, weil sie ja gar keine Möglichkeiten hatten, etwas zu hinterfragen oder sich zu informieren. Heute hat man die Möglichkeiten und es wird nicht getan. Sprich, es wird jeder Schwachsinn für vermeintliche, angebliche Poltergeist-Aktivitäten oder Geisteraktivitäten gehalten. Heißt für mich, die Leute wollen an der Lüge glauben, deswegen hassen sie auch jeden, der die Wahrheit sagt. Und die Leute sind dermaßen bescheuert, dumm, idiotisch, schwachsinnig, dass sie sich von anderen Schwachsinnigen noch für dumm verkaufen lassen. Punkt. Aus. Fertig. Ciao. Nächstes Video werde ich dann natürlich anderes Thema behandeln. Ciao.